Hallo, ich bin Frieda und hier wohne ich. Das ist meine Dachterrasse. Ich möchte Sie heute sehr gerne einladen zu einer kleinen Geschichte, meiner Quarantäne-Geschichte. Mein bisheriges Leben war von heute auf morgen auf Pause gestellt. Ade, Freedom of Movement. Alles, womit ich bisher meine Tage zugebracht hatte, ging nicht mehr. Entweder abgesperrt oder zu. Ich verlagerte also meine Aktivität, wie wohl die meisten hierzulande. Es dauerte nicht lang, ich schlief nicht mehr gut. Nach 2 Wochen wachte ich mal wieder schweißgebadet auf und sah vor meinem inneren Auge eine klare Botschaft. Digital less, live more. Ja, schön gesagt, aber wie denn mit eingeschränkten sozialen Kontakten? Das Schwein ist doch ein soziales Wesen. Es braucht Gesellschaft. Nur damit wir uns richtig verstehen, ich meine nicht das, sondern Freunde. Das freie Zusammensein mit Schweinen, die einem wichtig sind. Also Freundschaft, Liebe, Love. Love. Liebe. Vielleicht könnte ich ja darin eine neue Aufgabe finden, ein klein wenig Liebe in die Quarantänewelt bringen. Illusorisch in diesen Tagen, möchten Sie einwenden? Dare to dream, entgegne ich Ihnen. Ich machte mich also auf den Weg. Wohin, das wusste ich selbst nicht. Ich ging einfach dem Rüssel nach. Nach kurzer Zeit zwitscherte mich jemand von schräg oben an. Es war Frau Vogel. Wir unterhielten uns. In gebührendem Abstand natürlich. Frau Vogel hatte schon recht viel von der Welt gesehen. Ich überwand meine anfängliche Scham und fragte sie, »Frau Vogel, wie kann ich denn in diesen Tagen ein wenig Liebe in die Welt bringen?« »Liebe? Da gibt es nur eines, Darling. Lieben und lieben lassen.« Lieben und lieben lassen? Was sollte das denn heißen? Ich wollte Frau Vogel fragen, aber da war sie schon fortgeflogen. Ich machte einen neuen Versuch. Ich fragte den Pförtner. Herr Pförtner, wie kann ich denn in diesen Tagen ein wenig Liebe in die Welt bringen? Doch der sagte, wie immer, gar nichts. Am Neckarufer stieß ich auf den kleinen Grimpfelding. Er hielt mal wieder eine politische Rede. Der Grimpfelding war froh, in mir endlich eine Zuhörerin gefunden zu haben. Er fragte, »Hilft hartnäckiges Träumen?« Nur um sich gleich selbst darauf zu antworten, »Nein, bildet Banden, bildet Banden!« Er wollte zur Revolution anstacheln. Das schien mir dieser Tage nicht das adäquate Vorgehen. Ich verabschiedete mich freundlich und ergriff die Flucht. Der weise Wal wusste Rat. Schreib doch eine Geschichte, denn Geschichten vermögen es, Liebe in die Welt zu bringen. Vielleicht sogar eine Geschichte mit Bildern. Mein Cousin ist Maler. Ich kann da eine Verbindung herstellen. Aber ich meinte nur, nein, nein, das sei nicht nötig. Ich hätte da schon eine andere Idee. Denn Bilder, kleine, fast unentdeckte Bilder oder Schriftzüge, gibt es in meinem Viertel eigentlich genug. Und ich könnte ja einfach auf Grundlage der Bilder, die ich vorfinde, eine Geschichte schreiben. Mit dieser Idee im Herzen spazierte ich nach Hause. Und ich spürte sie schon förmlich, die Liebe in der Luft.